In einem der vorhergehenden Videos haben wir bereits erfolgreich Artikelbilder hinzugefügt. Diese möchten wir nun zum Ausdruck bringen. Bei einem Ausdruck auf einen Kassenbon, also Kassenzettel über einen Bondrucker, 8 cm oder 6 cm Papierbreite, ist es nicht möglich, ein hinterlegtes Artikelbild individuell mit auszudrucken. Bei einem Ausdruck über DIN A4 haben Sie aber die Möglichkeit, ein Artikelbild zu hinterlegen. Standardmäßig, und ich habe jetzt hier einfach mal die Vorschau aktiviert, ist es so, dass wir hier unsere Artikelinformationen haben, also das heißt unseren Artikel haben. Hier haben wir noch einen Zusatztext eingefügt und wir möchten vielleicht hier vorne nun das Artikelbild mit einfügen. Und das ist der Inhalt dieses Videos. Dazu gehen wir in Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke hinein und sagen, wir wollen einen, also den ersten Eintrag, Verzeihung, das war jetzt ein bisschen schnell, Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke, A4, Rechnungen, Lieferscheinangebote und so weiter. So, da ist auch der Bareverkauf mit dabei. Und nun wollen wir ein Bildchen einfügen. Wie machen wir das? Wir können entweder hier, wenn Sie dieses kleine Kästchen haben, in dem Report Controls drin steht, können Sie hier Picture ohne Bound verwenden oder Sie verwenden über die Menüleiste Report Insert Control Picture ohne Bound. So, machen wir das einfach mal, weil das ist etwas schwieriger. Da klicke ich drauf. So, und was ist jetzt passiert? Sie sehen, dass jetzt hier links oben so ein kleines Kästchen ist, also mit so 6 so Pünktchen. Das ist jetzt unser hinterlegter Platzhalter für unser Bild. Zugleich erhalten wir die Properties, also das heißt die Eigenschaften, die wir nun definieren müssen. Und das machen wir jetzt einfach. So, wir sagen, wir wollen ein Bildchen drücken und das müssen wir jetzt definieren. Wir sagen hier Expression oder Variable Name. Diese Option wählen wir aus. Nun müssen wir in der Control Source, also das heißt in der Quelle oder in der Quellangaben, sagen, wo liegt denn das Bild überhaupt? Standardmäßig liegen unsere Bilder natürlich immer am Server, also das heißt am Hauptrechner, wo auch die Daten liegen. So, und egal ob Sie jetzt im Einzelplatz oder im Netzwerkbetrieb arbeiten, Sie müssen immer das Heimverzeichnis angeben. Das ist in einer Variable gespeichert, also Sie müssen da nichts von der Hand reinschreiben, sondern es ist einfach variabel. Aber wir haben an dieser Stelle eine feste Syntax, eine feste definierte Schreibweise, die sich ADDBS nennt, Klammer auf, Klammer zu. Innerhalb der Klammer, das heißt, wir gehen jetzt zurück, sagen wir O-Starter. Punkt. Old Home. So, ADDBS, Klammer auf, O-Starter. Punkt. Old Home. Klammer zu, spezifiziert unser Startverzeichnis. Wenn Ihr Startverzeichnis C war wie Profi 3 ist, dann ist einfach in diesen Ausdruck, der wird ausgewertet und da steht halt dann einfach C war wie Profi 3 drin. Okay, jetzt sagen wir plus Gänsefüßchen und jetzt brauchen wir unseren Bildordner. Der Bildordner habe ich Ihnen zwar schon in einem vorhergehenden Video erklärt, aber ist hier in Picture Item, das heißt in Ihrem Installationsverzeichnis, in Picture Item herin. Wir haben es nicht Item Picture genannt, sondern mit Picture, damit Sie wissen, ah, da sind Bilder drin. Und Item ist signifikant für Artikel. Wenn ich jetzt da reinschaue, liegt in unserem Ordner Picture Item das Bild 5210, also JPG drin. So, und auf das müssen wir uns jetzt verweisen. Also ich sage ihm Picture Item. Und dann ein Backslash, Gänsefüßchen zu, plus unser Bild. Jetzt können wir dann natürlich nicht 5210 reinschreiben, sondern Wavi Profi 3 weiß, dass für diesen Artikel ein Bildchen hinterlegt ist. Und es gibt in unserer Verkaufsdatei gibt es eine Spalte, also die Verkaufsdatei ist die vkk.bild. So, da ist das Bildchen hinterlegt. Jetzt ist Folgendes passiert. Er sagt, ich habe in C Wavi Profi 3 in dem Ordner Picture Item das Bild auszudrucken, das in der Spalte unserer Datei vkk.bild eingetragen ist. Das heißt, in der Spalte vkk.bild steht halt 5210 drin. Okay. Darunter, wie soll das Bild resized, also dargestellt werden, wenn die Quelle
und unser Frame, also das heißt unser Rahmen, unterschiedliche Größen haben, sagen wir proportional. Das heißt nicht skalieren und alles ausfüllen, sondern die Bild-Originalmaße berücksichtigen und dementsprechend skalieren, also wählen Sie hier den zweiten Eintrag. So, jetzt ist es sehr schön, aber es ist ja möglich, dass nicht für jeden Artikel, den Sie verkaufen, auch ein Bild hinterlegt ist. Also müssen wir bei der Option Print When, drucke dann, wenn eine Bedingung erfüllt ist, sagen wir, pass mal auf, du druckst nur, wenn not empty, also not in der Programmierung ist das Ausrufezeichen, also für nicht empty ist leer, also not empty nicht leer, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt halt nehmen wir vkk.bild. So, jetzt sagen wir, okay, wenn da was drin steht, dann, also wenn da nichts drin steht, dann druckst du es auch nicht. Aber es könnte ja sein, dass irgend so ein Schlauer oder dass Sie aus Versehen hergehen und sagen, ich will das Ding löschen. Jetzt steht zwar in unserer Verkaufsdatei drin, dass das Bild gedruckt werden soll, aber Sie löschen dieses Bild. Jetzt könnten Sie sagen, ja, warum sind denn die Bildinformationen nicht mit dem Artikel drin? Ganz einfach, weil es sonst unheimlich viel Datenvolumen zusammenkommt. Deswegen, weil wenn Sie den Artikel 1900 Mal verkaufen, dann hätten Sie 100 Mal diese Bildinformationen von 48 Kilobyte drinstehen. Das ist ja irre. Da kommen dann im Laufe der Zeit schon Daten zusammen. Deswegen wird einfach der Verweis auf das Bild hier angegeben. Okay, es könnte jetzt im schlimmsten Fall sein, dass jemand hergeht und dieses Bildchen aus Versehen löscht. Kann ja passieren, ist nichts Schlimmes. Dann mache ich jetzt Folgendes. Pass mal auf. Ich kopiere mir das Ganze, was ich hier bei der Control Source angegeben habe. Und in der Print-When-Bedingung sage ich, okay, wenn hier das Bildchen, also wenn die Bildinformationen nicht leer ist und, also Englisch und die Datei auch existiert, and file, Klammer auf. Und jetzt füge ich das ein, was ich vorhin verwendet habe und mache die Klammer wieder zu. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Jetzt sage ich nicht leer. Klammer auf, VKK Bild, Klammer zu und wenn es die Datei gibt, die wir vorher definiert haben. So, ja klar, VKK findet er nicht, schon klar. Und sagen wir, hey, die Zeile kannst du rauslöschen, wenn die leer ist. Also das heißt, wenn das Bildchen nicht vorhanden ist. Speichern wir das Ganze ab. Jetzt haben Sie hier oben diesen kleinen viereckigen Kasten, an dem Sie mit der Maus jetzt nicht hinkommen. Sie machen hier Folgendes. Sie verwenden die Pfeiltasten, um das Ding zu bewegen. Oder sollten Sie aus Versehen jetzt irgendwo hingeklickt haben. So, und jetzt ist das Ding weg. Jetzt kommen Sie nicht mehr hin. Sie können die Titelleiste hier einfach verschieben. Jetzt können Sie das Bildchen nehmen, irgendwo reinziehen, die Titelleiste wieder zurücksetzen und jetzt nun dieses Bildchen an der von Ihnen gewünschten Position schieben. Im Idealfall, hier haben wir diese Zusatzinformation, die für einen Artikel hinterlegt wird. Nehmen wir diesen Gruppenbereich, nehmen das Bildchen, setze ich das hier rein und versuche das mal ein bisschen größer zu machen und ziehe meinen Gruppenkopf wieder dementsprechend, wie ich ihn brauche. So. Jetzt sollten wir eigentlich in der Hoffnung, dass wir alles richtig gemacht haben, wir speichern das, schauen uns jetzt die Bohnenkopien an und nehmen den Bohnen und sagen drucken. Ich habe wieder Vorschau aktiviert, damit Sie das sehen. So, sollte jetzt eigentlich, schauen, cool, unser Artikelbild nun erscheinen. Das heißt, Sie haben jetzt ein Artikelbild hinzugefügt und es wird nur dann ausgedruckt, wenn es vorhanden ist. Das heißt, in unserem Beispiel ist für den Artikel 19 ja das Bildchen da, für den Artikel 21 gibt es kein Bild. Und jetzt machen wir als Beweis noch die Situation, dass wir sagen, wir löschen das oder ich benenne das jetzt einfach mal um, so damit es jetzt nicht mehr findet. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich will das Ganze drucken, sollte nun, ja genau, das Bild natürlich nicht erscheinen, weil die Information des Bildes ja natürlich nun nicht mehr da ist. Sie sehen somit, damit es sehr, sehr einfach ist, dem Artikel ein Bild zuzuweisen und dementsprechend den Report dahingehend zu modifizieren, dass beim Ausdruck des Reports das gewünschte oder das hinterlegte Artikelbild auch mit zum Ausdruck kommt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.